Hey Leute, hier sind wieder Benny und Larissa von Aquaporist, Hi. Eurem Online-Shop für natürliche Aquaristik und Mareile von Minibank, auch mit passendem Online-Shop. Ja. Ihr kennt sie schon, wir haben sie schon mehrfach besucht in der Vergangenheit, da noch etwas größer, geräumiger die Umgebung. Ja, einiges, hier sitzen wir ganz kuschelig. Genau, du hast dich etwas verkleinert, wir haben sie jetzt auch etwas verkleinert, genau. Wir haben mal gesagt, jetzt... Wenn wir wieder zu Besuch sind und sich da etwas verändert hat, können wir ja mal schauen. Damals habe ich ja schon so etwas überheblich gesagt, naja, im Onlineshop ist alles anders. Naja, mit dem Sortiment, da haben wir jetzt den Fokus auf schon irgendwie, dass man sich so ein Garnelenaquarium einrichten und die Tiere am Leben erhalten kann. Aber es ist jetzt... Ist das Ziel, ja, ganz nebenbei. Ja, aber es ist jetzt nicht Fokus auf Technik, einfach weil wir sagen, wir wollen natürlich das Ganze puristisch halten, also jetzt relativ wenig Auswahl. Relativ günstiges Sortiment. Man kann natürlich da auch, wer weiß wie, Aquascaping-Lampen für 2000 Euro hinstellen, wo man dann natürlich auch entsprechende Marge hat. Die haben wir mit unserem Technikzubehör eher nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, das halten wir auch relativ begrenzt. Du hattest ja jetzt vorher in deinem Laden auch sehr viel Auswahl, dass man alles anschauen und direkt vor Ort sehen kann. Hat sich das verändert? Also, oder würdest du immer noch sagen, jawohl, wir brauchen ganz viel Verschiedenes? Ja, es ist ein Online-Shop. Es hat sich sehr verändert. Also im Laden hatte ich schon so den Fokus darauf, dass man auswählen konnte, dass man die Sachen auch wirklich vor Ort anschauen konnte. Da hatte ich auch immer noch meine Schaubecken. Das ist so ein Überbleibsel davon zum Beispiel. Da hatte ich dann verschiedene Technik, dass man die einmal am Laufen sehen konnte, dass man sehen kann, wie das Licht an der Lampe und so weiter ist. Was Aquascaping angeht, habe ich gar nicht so viele Kunden gehabt tatsächlich. So viel Interesse war da eigentlich nicht. Das war vereinzelt. Ich denke mal auch, dass diese Leute sich speziell dann auch die Sachen im Internet dann bestellen. Und auch jetzt als Online-Shop fokussiere ich mich da nicht drauf. Das ist dann wirklich so im mittelpreisigen Bereich, dass man eine schöne Lampe, ich finde zum Beispiel diese hier auch vom Design her eigentlich ganz hübsch, kann man auch ein Aquascape mitmachen. Das geht durchaus auch so im mittelpreisigen Bereich und auch günstiger halt. Ja, ich hatte auch schon Kunden da, die gesagt haben, oh, die Lampe, wir hatten ja diese ganz normalen Aufsatzleuchten, da nehme ich einfach drei Stück von, dann habe ich genau den gleichen Effekt, nämlich super viel Licht für deutlich kleineres Geld. Gleich eine ganze Abdeckung über das Aquarium mit drei Lampen. Kann man alles machen, da ist jeder frei. Aber für uns hat sich das eigentlich, also es lohnt sich einfach nicht, so viel in die Technik reinzugehen oder das wenn dann richtig, sehr fokussiert. Würdest du das jetzt auch so machen? Das ist richtig. Die Marge ist halt nicht so bei der Technik und auch bei vielen Zubehörteilen nicht. Ja. Das ist tatsächlich so. Und es ist auch gar nicht mehr so gefragt. Also ich verkaufe tatsächlich auch automatisch jetzt gar nicht so viel Technik, obwohl ich natürlich das Sortiment, das ich im Laden hatte, mitgenommen habe in den Online-Shop. Ja. Hätte ich von Anfang an einen Online-Shop geplant, sehe das Sortiment da natürlich auch ein bisschen anders aus wahrscheinlich. Ja. Da sind halt auch ein paar, ich sag mal, Überbleibsel so aus dem Laden. Was für mich aber auch gar nicht so schlecht ist, da kann ich halt auch gucken, wo liegt das Interesse der Kunden halt. Ne? Ja, stimmt. So kann ich mich da ein bisschen breiter aufstellen jetzt erstmal und später vielleicht eher dann fokussieren. Ja, aber ich denke mal, es wird bei Technik so, bei solchen Sachen wie kleine Lampen, kleine Filter, Luftschwammfilter und solche Sachen dann schon bleiben. Ja, gibt es denn sonst irgendeinen Unterschied, wo du sagst, das war am Laden besonders schön, das gibt es jetzt gar nicht mehr oder andersrum, das ist jetzt online viel besser? So im Allgemeinen, ja, also ich habe ja immer den Fokus so ein bisschen auf die Beratung gelegt, was ich ja im lokalen Laden total wichtig finde, dass man sich da auch unterhalten kann, dass man sich auch kennt teils, ne? Auch so die Stammkunden, die immer kamen, das war wirklich ganz schön. Und dass man halt die Dinge auch wirklich zeigen kann. Wenn jemand Interesse zum Beispiel an einem Filter jetzt als Beispiel hat, dass man die Packung auch mal aufmachen kann, den Filter mal einmal zusammensetzen und sich das alles anschauen kann, das kann man natürlich online so nicht. Ja. Das ist der ganz große Unterschied. Wobei man da ja auch, fällt mir jetzt gerade ein, soll ich dir das mal abnehmen, dann kann ich noch zu Marello schauen, genau, dass man da ja dann auch, also das versuchen wir ja immer, wenn wir neue Technik haben, dass man dann ein Video da irgendwie drüber macht, wo man dann auch einmal zeigt, wenn man den benutzt, für welche, keine Ahnung, Fälle eignet sich der Filter jetzt oder für welche halt nicht. Gut, Lautstärke oder auch Lampen, Farbintensität kann man halt manchmal in Videos schlecht rüberbringen, ne? Ja. Aber dass man dann praktisch einmal so eine Vorstellung macht und versucht von jedem Zubehörteil auch dann ein Video zu haben. Auch in die Hand nehmen, das machst du dann. Häufig haben wir ja eigentlich alle Fotos mit der Hand und das ist hier das ist unser Handmodel. Größenvergleich, ganz wichtig, ne? Dass man halt dann sieht, wie groß ist das wirklich? Oder bei irgendwelchen Schnecken auf dem Fingernagel sieht man, die ist nicht so riesig. Also das mache ich tatsächlich auch, gerade auch bei den Naturmaterialien. Wie groß sind die Blätter eigentlich? Genau. Ne? Also die Kaffeeblätter zum Beispiel, die habe ich auf der Hand, die sind ziemlich groß. Oder wie groß sind die Eichenblätter, die ich verkaufe? Weil dann, da steht, das sind 10 Stück. In der Packung kann man sich dann die Menge vielleicht auch gar nicht, also das Volumen gar nicht so vorstellen. Ne? Ja, gibt es da sonst was, wo du sagst, dass...
funktioniert noch erstaunlich gut, was du irgendwie gedacht hast, was nicht mehr funktioniert oder tatsächlich so? Die Garnelen, muss okay. ich sagen. Das ist ja gut. Also die, ja, das ist gut. Also die klassische Bestellung bei mir ist eigentlich so dieses typische 10 Garnelen von einer Sorte und dazu dann vielleicht noch ein kleines Dekomaterial oder Futter oder sowas. Ne? Das sind so die typischen Bestellungen, die ich so bekomme. Und vom, ich sag mal, Bestellumfang ist es jetzt so, dass du sagst, es ist gleich geblieben, ist mehr geworden oder... Ich würde sagen, das ist ziemlich gleich geblieben. Ich hatte nie so die großen Bestellungen. Ich glaube, ihr seid eher so die Leute, die eher so große Bestellungen mal haben. Kann ich mir so vorstellen. In Einzelfällen. In Einzelfällen, ja. Okay. Also, ja, so riesig sind meine Bestellungen nicht, aber kontinuierlich, sage ich mal. Ne? Ja, also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es immer... Wir hatten das irgendwann mal nachgeguckt, da war es durchschnittlich immer so ungefähr 50 Euro eine Bestellung. Ja. Das ist wobei so das bei uns Standard. Ja auch häufiger mal ist, dass man dann irgendwie... jemanden hat, der bestellt erst die Technik, dann merkt man, aha, der lässt sein Aquarium einfahren und so. Und 2-3 Wochen später kommen dann ein paar Schnecken und Pflanzen dazu irgendwie und dann noch 2 Wochen später die Garnelen. Das ist ja schon dann Technik und Pflanzen zusammen. Ja, okay. Oder manchmal bestellt er dann noch Pflanzen irgendwie nach, weil man dann merkt, okay, war vielleicht doch ein bisschen wenig in dem Becken. Ja. Ja, was ich auch versuche nach wie vor zu machen, sind auch mal so ein paar Extras anzubieten. Also ich zum Beispiel beklebe ja gerne die Steine und das Holz mit den Pflanzen. Das mache ich dann tatsächlich auch nach Wunsch. Steht auch auf meiner Webseite drauf. Und ja, es ist ja auch die Möglichkeit, hier abzuholen. Das heißt also auf der Webseite, wenn ihr bei mir bestellt, könnt ihr im Warenkorb dann anklicken, ob ihr den Versand möchtet oder ob ihr das dann abholen möchtet. Und wenn ihr abholen möchtet, dann kriegt ihr eine E-Mail von mir und wir besprechen dann einen Termin. Ne? Also Öffnungszeiten gibt es hier nicht. Das ist ein reiner Online-Shop, aber es ist halt die Möglichkeit, da abzuholen auf Termin. Das ist bei uns jetzt auch so. Jetzt erzählt sie das gleiche wie dir auch. Das ist auch relativ wichtig, das können wir nochmal hervorheben, dass nicht irgendwann einfach einer vor der Tür steht, weil dann ist halt im Zweifel keiner da. Ja. Deswegen haben wir überall stehen, bitte Termine vereinbaren, das ist schon sehr hilfreich. Genau. Ja, das ist wirklich sehr wichtig so, genau. Ja, dann haben wir noch als weiteren Punkt, das können wir vielleicht nochmal in einem eigenen Video machen. Du züchtest ja all deine Garnelen selber, oder? Oder größtenteils? Ja, manchmal kaufe ich tatsächlich ein bisschen nach. Ja. Also ich kriege jetzt schon immer wieder Anfragen hier für die Bienen, ne, für die Red Bee. Habe ich im Moment nicht und da muss ich nochmal nach jemandem schauen, der auch wirklich im Leitungswasser züchtet, so wie ich das auch halt mache. Ja. Also bei den Bienen gehe ich tatsächlich gar nicht so sehr auf Selektion. Aber da können wir vielleicht in einem separaten Video nochmal genauer. Genau, das hatte ich jetzt gedacht, dass wir nochmal ein eigenes Video machen, weil euch das ja auch immer interessiert. Welche Garnelen oder Tiere allgemein, von mir aus auch Pflanzen, was lohnt es sich eben nachzuzüchten, was lohnt es sich zu verkaufen, sowas kommt ja immer, interessiert euch immer, kriegen wir immer Fragen, macht doch nochmal ein Video dazu, das bietet sich doch jetzt nochmal an, oder? Das machen wir gerne. Dann machen wir das. Alles klar, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Tschüssi.